Hi und schön, dass du in diesem Video mit dabei bist. Heute gibt es 5 Tipps für geile Smartphone-Fotos. Ein super Feature, das so ziemlich jedes Smartphone hat, ist das Gitternetz. Nicht nur bei meiner großen Kamera ist es immer an, um ein Bild gerade auszurichten und Dinge auf Kreuzungspunkten zu positionieren. Auch beim Smartphone ist es echt eine geile Sache. Meistens findet man es im Menü, beim iPhone 6S ein bisschen versteckt, aber auch da findbar. Und sobald es aktiviert ist, ist es dauerhaft über den Display gelegt. Zweidrittelregel, goldener Schnitt, Vordergrund macht Bild gesund, alles kein Problem mehr. Den HDR-Modus des Smartphones aktiviere ich immer, wenn ich einen dramatischen Himmel oder unterschiedliche Helligkeiten habe. Ist der Vordergrund zum Beispiel zu dunkel oder der Himmel zu hell, mache ich den HDR-Modus an. Achte dabei darauf, dass du dein Handy still hältst, sonst verwackelst du das Bild. Im HDR-Modus macht dein iPhone nämlich 2 Bilder hintereinander und legt diese dann übereinander. So bekommst du einen dramatischen Himmel und trotzdem Zeichnung im Vordergrund. Oder du kannst zum Beispiel indoor ein Bild machen und trotzdem sehen, was draußen außerhalb des Fensters zu sehen ist. Kennst du das Problem, wenn du ein Bild schießen willst, aber es total anders auf dem Foto wirkt als in echt? Du hältst es in den Himmel und sobald du den Bildausschnitt veränderst, sieht es wieder total kacke aus. HDR kann hier helfen und zusätzlich locke ich die Belichtung. Tippe dafür einfach auf zum Beispiel den Himmel und halte mit dem Finger gedrückt. Dein Smartphone speichert jetzt die Belichtung und egal wie du den Bildausschnitt jetzt wählst, die Belichtung bleibt gleich und das Bild schön dramatisch. Außerdem kannst du einfach mit dem Finger nach unten oder nach oben ziehen und so die Helligkeit des Bildes zusätzlich ändern. Richtig geil. Smartphones können viel, aber wegen des kleinen Sensors haben sie Probleme bei schlechtem Licht. Wann immer du kannst, nimm also so viel Licht wie möglich für eine gute Bildqualität. Solltest du einmal wenig Licht zur Verfügung haben, probiere das Smartphone möglichst still zu halten oder abzustützen. Wenn du kannst, dann nimm eine Lampe zur Ausleuchtung dazu. Oft reicht schon ein wenig Licht einer Lampe, um viel mehr aus deinem Smartphone-Bild rauszuholen. Bildbearbeitung spielt nicht nur in der digitalen Fotografie mit großen Kameras eine Rolle. Auch deine Smartphone-Bilder sollten so ein bisschen gepimpt werden. Ob einfach nur ein wenig angepasst oder mit einem eigenen Look versehen, das bleibt dir überlassen. Ich nutze sehr gerne die Visco-App für Vintage-Looks oder auch Snapseed. Dabei mache ich grobe Anpassungen wie Kontrast, Helligkeit und Farben und ab und zu auch so einen kleinen geilen Vintage-Look. Der Vorteil von der Bearbeitung auf dem Smartphone ist, dass es schnell geht und man direkt sieht, wie es auf dem Smartphone wirkt, bevor man es zum Beispiel in seinen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und Co. veröffentlicht. Das waren 5 Tipps für bessere Smartphone-Fotos. Ich habe mein Smartphone immer mit dabei und mag es echt damit auch Fotos zu machen. Es ersetzt keine Kamera, das noch lange nicht. Da muss ich noch ein bisschen was entwickeln. Ich bin gespannt, was du noch für Tipps hast. Wenn du noch irgendwelche Tricks hast, die du vielleicht auch benutzt mit deinem Handy, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und generell, Thema Smartphone-Fotografie, machst du eher nicht? Ich glaube, jeder macht es oder jeder hat so ein Smartphone dabei. Post es auch unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, teile das Video mit jemandem, dem es auch interessieren könnte. Und gleich gibt es noch einen Link auf lernvonben.de und auf ein anderes Video. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga. Und jetzt weg damit! Natürlich nicht, Digga, das kostet 600 Euro, was ist los? In diesem Rezept zeige ich dir, wie man einen dramatischen Porträtlook hinbekommt und das mit Veränderung der Perspektive.